So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Die Postfrau hat gerade geklingelt und drei fette Pakete hochgebracht. Drei Stück. Und wir haben jetzt das erste davon. Das ist das kleinste und das leichteste. Und ich habe schon eine Befürchtung, was da drin ist. Adi, Schatz. Da steht nämlich einfach nur was dran. Von Elsdorf, ne? An R. Hess hier. Das sieht aber gut aus. Das sieht auf jeden Fall sehr professionell aus. Ist das zugeklebt, ein kleiner, leichter, gemütlicher Karton, da raschelt es schon und ich habe eine Vermutung, das sind 60 Euro drin. Und dadurch, dass da 60 Euro drin sind, kriege ich schon das lange Kotzen. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Schön mit diesem hässlichen Panzertape zugeklebt, das sieht gut aus, ja, das sieht noch besser aus. Hier drüben sieht es auch nochmal richtig fein aus. Drei Becher Nudeln. Für 60 Euro. Guckt euch das an. Das sind drei Nudelbecher. Für 60 Euro. Ihr habt ihr nämlich drin. Einmal diese Habanero Spicy Chicken Pull Here Dry Instant Noodles Mi Keri Sagera. Ich kann gar nicht sagen, was das genau ist oder was das sein soll. Ihr habt hier hinten eine Scoville Heat Unit for Peppers. Da steht hier unten Bell Pepper 0, Jalapeno 8000, Cayenne 50.000, Orange Habanero 350.000, das sind die. Und Ghost Pepper 1.000.000, da ist auch ein Warnhinweis drauf jedes Mal. Warning, eat it, survive it, announce it. Also erstmal essen, wenn man es dann überlebt, soll man es noch bekannt machen. Can or Not Challenge 2. Feel the burn with a double dare. Da ist sogar ein Hashtag dabei, weil das richtige Challenge-Nudeln sind. Scharfe Nudeln-Challenge. Von Firma kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, weil ich irgendwie die Firma gar nicht lesen kann. Steht auf jeden Fall alles auch Englisch drauf. Das sind Habanero Spicy Chicken Nudeln für eine Challenge, weil die halt wirklich mega scharf sein sollen. Vergesst bei Samyang. Samyang 3 Spicy haben gerade mal 12.000, 13.000. Die liegen hier bei 350.000 im Prinzip, dieser Becher Nudeln. Aber wenn das nicht schon reichen würde, habt ihr hier noch die Ghost Pepper. Achso, von Debug ist das alles. Ghost Debug Ghost Pepper Cheese. Und hier seht ihr, ist das Ganze schon anders. Dann sind wir von den 350.000 nämlich schon auf die 1.000.000 Scoville hoch. 1.000.000 Scoville Ghost Pepper Cheese Nudeln in einer Challenge. Da gibt es komischerweise kein Hashtag. The Ultimate Chewy Korean Spicy Noodles with Cheese Cheddar und so weiter. Und neben den Cheese gibt es auch noch die ganz normalen Debug Ghost Pepper Flaming Spicy Chicken Madness. Da steht natürlich trotzdem wieder ein Hashtag dran. Can or Not Challenge. Challenge. Eat it, survive it, announce it. Also, das und das könnt ihr genauso schön machen. Das ist nämlich mit dem Hashtag, wo eine 1 dran steht. Also das erste, das normale. Und die gab es dann danach mit einer 2 hinten dran. Ghost Pepper Spicy Chicken Noodles. Dry Black Noodles. Das sind also richtig schwarze Nudeln angeblich. Und jetzt könnt ihr mal raten, wieso das alles so teuer ist. Die habe ich nirgendwo gefunden. Die waren bei Amazon ausverkauft. Die waren... gab es nicht mehr im Internet so normal. Ich habe da überall rumgewühlt, rumgeschaut und dann habe ich das bei eBay gefunden, wieder von einem privaten Verkäufer. Dann habe ich diese eine Packung gesehen und habe gedacht, das würde mich mal interessieren, das möchte ich unbedingt haben. 15 Euro circa dieser Becher Nudeln, 15 Euro plus 5 Euro Versand. Dann wollte ich den bestellen, habe gesehen, warte mal, der hat ja auch noch zwei andere Sorten bei sich drin. Der hat ja sogar noch die Cheese-Variante und er hat noch die Habanero-Variante. Bestell also nicht eine Sorte, bestell gleich alle drei Sorten. Dann bist du zwar bei 45 Euro für die Nudeln, aber du musst nur einmal Versand bezahlen. Also dann 50, was natürlich nicht funktioniert hat.
Da der einfach dreimal den Versand berechnet hat, ich also nicht 5 Euro bezahlt habe Versand, sondern 15 Euro Versand bezahlt habe, da konnte man zwar extra eine Anfrage stellen, dass der Versand zusammengezählt wird und die Bestellung in einem Ganzen gemacht wird, und als du diese Funktion angewählt hast, stand da, der Verkäufer lehnt das ab, das zusammenzurechnen, weil er schickt es ja einzeln sozusagen. Das sind ja 3 Bestellungen, das sind 3 Artikel und die kommen ja alle einzeln. Ne? Hätte ich jetzt 3 Pakete bekommen, weil jeder einmal einzeln eingepackt ist, dann wäre das zwar korrekt gewesen, aber irgendwie ziemlich dämlich. Es wurde aber natürlich alles in einem Karton geschickt, in einem Paket. Und das ist für mich einfach die größte Kacke, wieder mal. Das heißt, ich werde ihn auf jeden Fall jetzt eine negative, mega schlechte Bewertung bei eBay dalassen, weil der will einfach an dem Versand verdienen und das, finde ich, geht gar nicht. Das ist ein Paket, 5 Euro hätte gereicht für den Versand, dann soll er halt die Nudeln für 20 Euro reinstellen, wenn er sagt, 15 ist zu wenig, aber verdiene ich 15 Euro Versand, wenn du nur 5 Euro Ausgaben hast. Finde ich richtig schwachsinnig. Ich freue mich aber drauf. Ich werde die auf jeden Fall testen. Ghost Pepper Spicy Chicken mit 1 Million Scoville als Challenge mit einem Hashtag vorgegeben. Dann die Habanero Challenge mit 350.000 Scoville. Die müssen wir natürlich zuerst machen. Und dann, weil es so lecker ist, irgendwann natürlich die Cheese. Mal gucken, ob die Cheese wieder am besten schmeckt. Auch Ghost Pepper, auch 1 Million. Kennt ihr die? Habt ihr schon mal was davon gehört? Debug, also D-A-E-B-A-K, Debug, Ghost Pepper, Cheese. Dann schreibt's mal in die Kommentare. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.